So, damit haben wir die andere Reihe durch. Jetzt können wir da noch mal gucken, ob wir da noch was finden. Gott, diese Verkäuferin ist so laut, die unterhält den ganzen Laden. Dixieland, Mississippi, My Bonnie und so weiter. Klingt interessant, klingt nach Western oder sowas. Mal gucken, ist auf jeden Fall was. Nehmen wir mal mit. So, dann haben wir etwas aus den 50ern, 30er, 40er Jahren hier so. Das weiß ich jetzt noch nicht, was das ist. Auf jeden Fall hier so Jazz, Blues, Country, alles halt so hauptsächlich, was in Rockabilly Musics mit vorhanden ist. Aber so ganz genau, was das ist, weiß ich nicht. Das hier auch nicht. Hier habe ich nur Mississippi gelesen. Na, mal gucken. Papas, Oscars, Dixielands. Na, mal gucken. Das Cover ist auf jeden Fall schön. Ob ich jetzt alle mitnehme, weiß ich nicht. Das ist erstmal das, was ich so gefunden habe. Da ist die nächste Palette, die gucke ich jetzt mal eben schnell durch. Mal gucken, was wir hier finden. Für drei Platten habe ich mich jetzt entschieden, die nehmen wir jetzt mit. Ja. Einmal eine Second Tento von innen hier. Hier findet man wirklich alles, wild. Das muss natürlich auch einem gefallen, ne? Oh, hier, krasse Arbeit hier, ey. Kinderspiele, Puzzle. Das wäre wieder was für mich hier. Aha, wo sieht man sowas noch, ne? Ich koste heute 10 Euro. Stereoanlage aus den 80ern, 90ern. Und dann der Klassiker hier mit den Lautsprechern, ne? Wahnsinn. Ja, diese Second-Hand-Besuche sind echt geil. Guck mal, hier steht wieder so eine schöne Sitzecke in Blau. Und da ist sogar dieses fehlende Teil, was bei meiner fehlt. Hier, da fehlt dieses fehlende Teil. Geil. Oh, klasse. Und hier schaut mal, 35 Euro ist genau die gleiche Sitzbank wie meine. Nur ein bisschen verbessert hier unten mit den Füßen. Dass dieses Ding hier im Ein gefertigt worden ist. Auch mit Kunstleder bezogen. Hammergeil. Richtig hammergeil. PC, Tisch, Laptop. Geil. Ein paar Essecken. Ein paar Waschmaschinen. Ja. CD-Ständer, Waschmaschinen, alles hier vorhanden. Alles richtig geil. Auch so ein schöner alter Kleiderschrank, noch mit Stoff drin hier so. Oder mit so einem Filzbezug. Fühlt sich an wie Teppich. Fakt ist auf jeden Fall, dass das hier Nachhaltigkeit ist. Sehr, sehr gut. Also hier wird man immer, finde ich, immer. Manchmal haben die auch hier schöne alte Möbel. Und auch ein bisschen was Modernes. Aber ich habe was Altes gesichtet. Moment. Ach, der ist totschick. Aus den 50er Jahren. Mit Schüttenfach, Eierbrett und Emily Barfach. Oh. Mit den schönen Gardinen hier drin. Ich feiere sowas richtig. Hier haben wir die schönen Zierleisten noch mit dran. Sind zwar nicht goldfarben, aber es kommt ungefähr hin. Ich hätte jetzt 30er, 40er Jahre getippt, aber auch an den Türenscharnieren kann man das ganz gut erkennen, dass das 50er Jahre ist. Und an den Griffen hier. Hier haben wir schon wieder Bakalitgriffe und goldene Verzierungen. Ja, hier ist eine Schraube, nicht richtig drin. Das sind Zweiteiler, ne? Glasbehälter für Zuckermehl oder was auch immer. Wild. Oh. Hier könnte man Sachen kaltstellen, weil da, das ist nämlich hier wie im Kühlschrank und da ist nämlich die Belüftung.
Und das gleiche ist auch hier wild. Hier ist noch eine Schublade. Da unten ist noch Stauraum. Hier haben wir Besteck, Fachkasten. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber hier ist auch nichts zum Rausziehen. Hier kann man noch Sachen reinpacken, aufhängen. Richtig klasse. Und die Verschlüsse sind original 50er Jahre. Gut, der ist ein bisschen restaurationsbedürftig. Er schließt sich aber noch ab. Das ist gut. Mal gucken, hier ein Schlüssel für alles. Ja, auf, zu. Tja. Bloß normalerweise fehlt hier so eine Schublade, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ich vermute mal tatsächlich, dass das bei den älteren Modellen ist, aber das ist auf jeden Fall schon was sehr, sehr Schönes. Also sowas in der Küche stehen haben und dazu den passenden Herd und so, das wäre was. Wir sehen uns gleich nochmal, ich muss erstmal bezahlen. So, Ausgang. Fakt ist, wir haben jetzt alles bekommen, was wir brauchen im Ferrykauf. Mal wieder geguckt nach Schallplatten. Das gehört auch so zu meinem Hobby, in Trödelgeschäften hauptsächlich nach Schallplatten gucken. Weil wie gesagt, wir können uns ja nicht permanent vollstellen. Ja. Jetzt gibt es hier noch an der Tankstelle für 1,70 Euro Kaffee. Aber da die ja auch so eine Kaffee-Stempelkarte den Gästen anbieten, ist der Kaffee sogar umsonst. Also sparen wir Geld und die drei Schallplatten, die ich jetzt mitgenommen habe, bis auf dieses Mississippi, weil ich mir da noch nicht so schlüssig war, habe ich jetzt 3 Euro bezahlt. Und dann gönnen wir uns nochmal ein Käffchen, braucht der Mensch ja, ne? Und dann fahren wir wieder erstmal nach Hause. Bin auf jeden Fall froh, dass erstmal meine Kopfschmerzen weg sind. Also macht's erstmal gut. Tschüss. Kaffee trinke ich nämlich hier ganz, ganz gerne. Schmeckt auch gut hier und hilft auch ein bisschen. Aber meine Kopfschmerzen sind besser, also meine Nackenschmerzen, beziehungsweise weil die Nackenschmerzen kommen ja von Kopfschmerzen. Naja. So, hier habe ich meinen Kaffee mit Deckel und jetzt ja, machen wir erstmal hier Pause. Ja. Das war jetzt gerade nicht so gut, aber nein. Er ist noch vollzählig, die Scheiße hier. Das ist scheiße. Die Scheiße hier, die schmeckt richtig gut. Kaffee Crema.